Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, vom letzten Mal haben wir die Kolonie Elf hier gerettet, die verrückte Anführerin hier bekommen und nur rastet gerade komplett aus. Guck mal, wie der wackelt. Keine Ahnung, was der gerade für ein Problem hat. Und jetzt wollen wir uns hier in der Kolonie heute umschauen. Ich kann übrigens an der Stelle direkt mal erwähnen, mit der Story wird es jetzt wieder eine ganze Weile lang dauern, bis die ankommt, weil ich wie immer erstmal die Nebenquests bevorzuge. Weil Nebenstories, die später dann eventuell sonst weg sind. Anscheinend. Das Ding habe ich aber schon kaputt gemacht. Das Ding ist keine Gefahr mehr. Hier sehe ich einen Container auf der Karte. Oh, der ist da oben irgendwie. Komme ich irgendwo da hoch? Ohne mich umzubringen? Nee, dahinter. Ich habe das Licht gerade gesehen. Bleibt trotzdem die Frage, wie ich da hinkomme. Ist hier irgendwo ein Punkt, wo ich drüber klettern könnte? Wenn ich mich gut anstelle. Nee, selbst da nicht. Das Osttor, das öffnet sich nicht für uns. Da müsste ein Container für uns drin sein. Was wird denn hier so schönes verkauft, bevor ich in die Kantine schaue? Schmetterschaden 50%, 20 KP. Okay. Umwerfenresistenz. Wutminderung. Okay. Ja, die Aufwärtsfolgenskette, die habe ich ja schon. Ich schaue vorher, ob vielleicht der ein oder andere noch Informationen für mich hat. Ich sehe übrigens die Stelle, wo ich an den Container komme. Zumindest eventuell. Hier sind wenig Zuhördinger. Mein Container. So, die Kantine wurde entdeckt. Ja, guck mal, da kann ich doch raus. Dann komme ich von dort bestimmt an den Container ran. Als ob hier nur eine einzige Person ist, die überhaupt quatschen will. Das ist mal neu. Kann ich den Adjutanten auch ruhig ansprechen, ne? Wenn es eh nur eine einzige Person ist. Ich muss diese Nopon-Silbermünzen mal mehr nutzen, sonst werden die immer verkauft. Das ist ein sehr gesprächiger Adjutant. Ansonsten wollt ihr offenbar keine Informationen teilen. So, was hat denn die Kantine? Mild wild ein Topf. Der sieht lecker aus. Mm, that's good.
Sieht wirklich lecker aus. Ich will was abhaben. Okay, für die Besprechung entscheide ich mich mal eben kurz weg. So, ich bin aus dem Bild. Besprechen wir mal zuerst den Annihilator. Ja, und sie nutzen es für den Krieg. Ich glaube, das ist nicht das, was er meinte. Ich glaube, das haben die schon längst vergessen. We need to lay all this out. Du bist der Kommandant, verdammt nochmal! Gute Frage, nächste Frage. Ja, waren eher schwach. Gute Entscheidung. Das stimmt. Okay. Die Frau ist super. I'm all refreshed. Always nice to see a new face. Okay, wo fange ich mit den Informationen an? Ach, einfach Leuten zuhören. Ja, konzentriere dich doch auf den, der direkt vor mir ist. Okay. Die vergnügen sich in der Trainingsgrube. Muss ich nicht zu 100% verstehen. So, wo ist Gespräch Nummer 3?
Die Kolonie ist ja nicht besonders groß, also müsste ich nicht lange brauchen zum Suchen. Ja, mehr oder weniger. Die Königin, die konnte was. So, und das darf ich dann jetzt auch noch mal besprechen, ne? Jo. We need to lay all this out. Okay. Also für jeden von denen noch mal eine Nebenquest zusätzlich. Ich verquatsch erstmal alle drei. Right then, strategy meeting. Krieg ich noch eine Mahlzeit hier? We need to lay all this out. Und der Gesprächige. Okay. Okay, ladies. Also die einen treffe ich hier direkt bei der Kantine. Und Beta würde ich sagen, Jagd. Der Umgang, der hier herrscht. Könnte sein, dass ich die bei mir habe? Könnte. Always nice to see a new face. Habe ich das Zeug? Scheinbar. Okay.
dann als nächstes mal in die Trainingsgrube. Ich dachte mir schon, dass ich hier kämpfen muss. Oh, es wurde geschleudert. Der Schwenk hat leider noch nicht funktioniert. Aber der Hammer ins Gesicht funktioniert immer. Eine Maschine ist schon mal kaputt. Ich wette mit euch, der beschwert sich gleich bei mir, weil wir ihm geholfen haben. Ich wusste es. Sorry. Das sagt doch nichts. Aber wie verstehen Sie seine Kommunikationsweise? Sorry für das Standbild kurz, ich habe die falschen Tastenkombi gedrückt. Wollte ein bisschen rauszoomen. So, der schwankt. Gleich habe ich die Angriffskette. So. Ich weiß nicht, hatte ich schon Asherah genommen? Doch, ich meine Asherah hatte ich beim letzten Mal genommen. Bei mir ist die Aufnahme so 2-3 Wochen her.
Ja, wir sehen uns nach der Angriffskette, ne? Jo Leute, bin ja am Ende der Angriffskette und jetzt wird nochmal reingehauen. Ich finde die Dämonenstraße von den Ouroboros Kommando ist auf jeden Fall die heftigste, was den Schaden angeht. Ich wünsche, ich könnte die einstellen, dass sie nur bei Stufe 3 die Synchron machen. Oh, der ist gleich schon tot. Komm, schon mal aus dem Bild packen. Erst tut er mir leid. Ich hoffte es. Nochmal? Da war ein Wort. Der Junge hat Probleme. Oh. Ein Bar? So. As hot-blooded as ever. So. As hot-blooded as ever. Whereas you're the model of restraint. Ich guck mal kurz in die Mission. So, ich habe jetzt mal die Regeln der Jagd auf aktiv gesetzt. Gottes Willen, warum denn da hinten? Ist ja komplett am anderen Ende der Welt.
Ich will da auch gerade eine runterhauen. Okay. Bleibt man noch aus dem Bild? Also ich mache heute übrigens alle drei Nebenquests, ne? Also ihr merkt es sowieso an der Videolänge, aber ja, wahrscheinlich ein längeres Video. Weil ich will das ungern aufteilen. Mein Gott, ist der Pflanzenfresser weit weg. Und du hattest Angst, dass ich den verscheuche? Da brauche ich ja ein Megafon, um das zu verscheuchen. Mein Gott, ey. Das war ein echt langer Weg. Ich habe das wahrscheinlich hauptsächlich rausgeschnitten, den ganzen Weg bis so kurz vor hier. Aber ich musste ja gerade so 5 Minuten laufen. Ach, wenn es weiter nichts ist, ein Level 46er nur. Erstmal eine Ewigkeit rauszoomen. Und direkt wieder schwanken. Geil ist, ich habe hier bei der Schlacht hier ja sogar Unterstützung. Und schleudern bitte. Dieses Mutschwert ist so ziemlich das Lameste, ne? Die Angriffskette nutze ich hier jetzt mal nicht, der ist eh fast tot. Vogel, der hält ja gar nichts aus. Weißt du, wie ewig weit die Kolonie weg ist? Okay, das zur Kantine bringen kann ich auch nachher noch.
Wo findet die andere Quest nochmal statt? Bin ja nicht gezwungen, das jetzt sofort zu der Kantine zu bringen. Also machen wir dann jetzt den Krieger als nächstes und bringen das Ding danach zur Kantine. Okay. Das dauert wahrscheinlich einen Moment. Ich könnte mir vorstellen, da oben. Okay, da war nix. So, ich habe mich mal hier hoch teleportiert und guck gerade mal hier. Hier ist keiner. Dann wohl da hinten. So, wahrscheinlich lag ich richtig mit dem Punkt hier. Muss ich ja. Ist nur noch der Punkt hier übrig. Ich wusste es doch, dass die hier gammelt. Doch. Ich bin voll Idioten. Good to add more names. Und wieder da runter. Ich verklopp dich gleich.
Hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, der Junge. Ja, das war klar, dass wir gegen die kämpfen müssen. Glaube, hier würde es sich lohnen, instant auf die Synchro zu gehen. Kennen ja gar nichts. Das war guter Schaden. Der Schlacht haben wir es aber auch übelst leicht. Okay, tot. Okay. Noch eine Welle aus den genau gleichen Gegnern. Noch eine Welle. Ihr habt so hart einander klatsche, das wisst ihr gar nicht. Hehehehe
Ihr habt doch einen an der Klatsche. So, dann müssen wir nur noch zur Kantine und das Zeug abgeben, ne? I see some relations have changed. Bei ihr kann ich es wenigstens verstehen. Die brauchen halt Nahrung, ne? Das stimmt. Will die uns essen? A challenge from those three. I've got a bad feeling. Ist das hier in der Nähe? Ja, einfach da vorne. About this. A challenge from those three. I've got a bad feeling about this. I've got a pretty good idea what the deal is here. Ich glaube, das wird nichts, easy.
Also darf ich alle drei nochmal bekämpfen. Wenn zwei der nix ist. We will prevail. Why don't you show us your power? Bring it on and let's get to it. Ich hoffe, die halten wenigstens nicht so extrem viel aus. Warum sind die Level 54 eigentlich auf einmal? Einfach die Gruppenangriffe raushauen. Und sayonara. Da fällt gleich wieder um. Mag die irgendwer? Danke. So, Mut, Schwert. Und Angriffskette. Das sollte eigentlich den Schaden liefern. So Leute, wir sind am Ende der Angriffskette und Klett ist auf jeden Fall schon mal vernichtet. Aber der Flächendamage wird ja trotzdem noch rausgehauen, ne? Soren müsste der nächste sein. Ja, der hält im Gegensatz zu dem Klett überhaupt nichts aus. Und die letzte. Bin schon mal aus dem Beat. Ja, nur der Klett war heftig. Die restlichen beiden waren ein Witz. Okay. Du bist ungefähr dieselben Worte von dir.
Kompliment, dass ihr danach noch so lange überhaupt stehen konntet. Oh, ich sehe nächste Nebenquests hier. Okay, die machen wir dann aber beim nächsten Mal, ne? Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Party ging ja wirklich schon lang genug. Bei mir ist der Part übrigens über eine Stunde lang. Ich hoffe, ich kriege das stark runtergeschnitten. Ja, ciao und bis zum nächsten Mal.